Hallo Leute, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video und heute reden wir mal über Gangs of Sherwood. Ich will euch das Spiel einfach kurz vorstellen. Wir wissen leider nicht allzu viel darüber, aber es sah relativ interessant aus. Wir haben nicht viel zu sehen bekommen. Im Hintergrund blende ich euch ein, was wir bisher sehen konnten vom Spiel. Ein relativ generischer Trailer, der jetzt auch keine Ohos mehr quasi hinbekommt bei uns, denke ich mal. Aber dann auch ein bisschen Gameplay. Es ist Third Person. Es ist ein Koop-PvE-Spiel. Und man wird als Robin, Marion, Bruder Tuck oder Little John spielen können in diesem Game. Und das Lustige oder Komische vielleicht auch ist, dass dieses Spiel in einer Dystopie spielt oder auf jeden Fall ein Setting, was jetzt nicht so straight, so wo man sich jetzt vorstellen würde, ah, Robin Hood, das ist so und so. Das ist irgendwie ein bisschen noch mehr Magie geprägt und man hat auch so ein Concept Art gesehen, wo man so eine Art Kabel verlegt sieht, also so eine Art Technomancer Setting, ein bisschen Steampunk vielleicht auch, also in die Richtung gehend, sieht interessant aus. Man sieht auch bei den kurzen Gameplay Sequenzen, dass die so Art magische Handschuhe haben oder sowas, also sehr mechanisch geprägt teilweise auch. Da bin ich mal gespannt, was man dann noch dazu sehen können. Auf jeden Fall wird es das Spiel für die PlayStation 5, die Xbox Series XS und auf Steam geben für den PC. Ihr werdet da ganz spezielle Waffen haben, also Schwerter, Hämmer, Bögen und solche Dinge, aber auch, wie gesagt, diese magischen Handschuhe. Könnte gut sein, dass die auch klassenspezifisch sind, beziehungsweise je nach Charakter könnt ihr bestimmte Waffen halt tragen. Aber ansonsten ist es halt eine gute Frage, wie wird das Gameplay überhaupt insgesamt aussehen? Mir kommt es so vor wie einzelne Missionen, die man sich reinlädt, wo man dann Koop PvE einfach gegen computergesteuerte Feinde sich durchschnetzelt oder vielleicht sogar auch sonst Solo spielen kann. Also vielleicht was in die Richtung wie ein Vermintide von Warhammer. Das wäre denkbar, könnte ich mir zumindest vorstellen, was man bisher davon sehen konnte. Unter anderem sieht man auf den Concept Art sogar fliegende Schiffe. Ja, also nur damit ihr mal wisst, ich blende euch das bestimmt auch hinten ein, was ihr da für ein Setting erwarten könnt. Ich finde, die Idee dahinter sieht ja mal cool aus, aber mal gucken, ob das dann auch atmosphärisch rüberkommt. Mal gucken, ob der Gameplay-Loop dann überzeugen kann. Wie sieht es mit Loot aus? Macht das überhaupt Spaß, der Kampf? Ist das sowieso schon ausgereift genug? Bei ein paar Szenen bin ich da noch skeptisch. Aber es ist ja auch wahrscheinlich noch eine frühe Version von dem Game. Deswegen schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall Third Person, was ich feiere. Ich feiere immer Third Person Games besonders. Wobei ich momentan mich ein bisschen wieder mit Ego-Shooter Games anfreunde. Ein Video dazu kommt auch bald, Leute. Aber ja, Third-Person-Games feiere ich natürlich immer besonders. Deshalb halten wir es mal auf dem Radar, das Spiel. Ich wollte euch mal darüber informieren, dass das vorgestellt wurde diesen Monat im Juli. Und damit ihr es vielleicht auch mal auf dem Radar habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Steam, wo ihr euch das mal wishlisten könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt heute ins Video. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart bis hierher. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten danke ich euch bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.